Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gamer und Gamer. Mein Name ist Striker und herzlich willkommen zu Insanity Flive. Ich habe mir gerade eben einen neuen Charakter erstellt, brandneu, frisch auf dem Server hier gejoint und legen wir direkt mal los. Also, wir werden hier direkt in eine Party eingeladen. Nehmen wir sie mal an. So, schauen wir uns mal etwas um. Was haben wir hier? Die Questliste ganz normal. Auf E die Freundschaftsliste. R haben wir nichts, auf T wir mal da oben, auf U haben wir, für das Pet haben wir ja schon ein Pet. Ach, wie passend, ne, nur Drop Rate, aber egal. So, was haben wir denn hier? Event Reward Longsword Level 0 plus 10, sehr nice Effekt, STR plus 30, STR plus 30 und Dex plus 30. Wir haben Ringe. Okay, das ist alles erweckt. Die sind aber clean. Wir haben ein Set plus 10. Erweckt mit plus 5 Speed auf dem Helm. Das ist, glaube ich, ungewöhnlich. Ah, doch, plus 5. Okay. Increased Attack plus 10%. Das ist definitiv nicht schlecht. So. Unser Pet-Filter. Was wollen wir denn aufheben? Suns, Moons, Enchant Cards. Buff-Items, Red Chips. Ah, da vorne ist gleich ein Red Chip Shop. Schauen wir gleich mal in den rein. Gibt's hier denn auf B? Was haben wir hier? Nee, da ändern wir unseren Glow. Oder? Tatsache. Ah, das will ich jetzt. Ich behalte lieber das Standard. So, was haben wir hier? Das ist der Action Slot. Hiermit läuft man wie mal auf. Was haben wir auf Skills. Wir haben keine Skill Points. Ja, normal mit Level 1. Okay. Öffnen wir mal hier diese Starterbox. Was haben wir hier? Wir haben hier 150% XP Bonus. Nicht schlecht. Wings. Okay. Die Musik ist definitiv nicht standardgemäß. Ich glaube, sie kommt mir bekannt vor. Das dürfte Fairy Tail sein, wenn es mich nicht täuscht, also aus dem Anime Fairy Tail. Aber naja, er könnt ihr mir es besseren belehren. Was haben wir denn hier? Einen Cloak. Ja, den kann man halt auch mal anziehen. So, was haben wir denn hier? Welcome CS Pet and Picker Pet. Das klingt doch nach etwas. Und wir haben auch noch gleich ein Flugboard bzw. ein Flugbesen gekriegt. Aber naja, ziehen wir mal das CS an. Das ist ein Set, okay. Was? Speed plus 15%, All Stat plus 15% und Increased HP plus 10%. Nicht schlecht, definitiv für den Anfang. Und wir haben ein Schild plus 10 mit Increased HP plus 10%. Definitiv nicht schlecht. So. Dann holen wir doch gleich mal unser Pet raus hier. Und der Buff Pank. Get Buffs. Die sind. Oh wow, das ist definitiv anders. Critical Chance plus 18%. HP plus 10%. SCR plus 40 ist normal. Dex plus 20 ist normal. Intelligenz und Decreased Casting Time plus 20%. Das ist auch anders. Das ist definitiv sehr gut. STR plus 20% und Adoch, plus 20%, STR plus 20 und Adoch plus 15, das ist definitiv auch anders. Attack Speed plus 25 und Movement Speed, also die Buffs scheinen hier ziemlich gut zu sein. XP plus 3% sogar, wow. Es ist nicht normalerweise Block plus, ich glaube, 15% Melee, wenn es mich nicht täuscht, aber naja. Was hat er denn hier für Traits? Blinkwing auf Flares, Standard, Dark und Standard 1. Also, das ist nicht Standard, dass er Buffpings hat, aber. Has joined the guild. Ups, ich bin in der Gilde drin. Nee, 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 du. Lass mal stecken. Nee, nee, nee. Ah, was haben wir denn hier? Einen Partyfinder. Das klingt doch nicht schlecht. Gehen wir mal raus. Was gibt's denn hier für Partys? For Leveling Jeep. For Leveling Partner, achso. Boruto Skills. Achso, hier sind die Leader und das ist der Partyname. Link for Farming.
Der ist ziemlich leer. Schauen wir mal, dass ich hier Party Ghost. Wo wollte ich jetzt rein? Gucken wir nochmal. Ist ziemlich leer. Unleak Kill. Burrito. Schauen wir mal da rein. So. Was haben wir denn hier? Hero Master Quest, okay. Bahara Desert, Alien Town, Market, Bring Bring. Okay, hier gibt es noch einen separaten Markt. Ernest Peña Farming Mobs, Level 225, okay. Also gibt es wohl Peña Farming Gebiete. Sunpress, okay, 150, 300. Red Chips. Ach so, ihr wollt noch gleich mal in den Red Chips Shop reinschauen. Was haben wir hier? Ja. Trasia. Schauen wir mal auf die Karte. Wo ist denn das? Trasia. Wo ist denn das denn? Machen wir mal die World Map. Ist das hier? Ticket Areas. Naja, werden wir schon mal rausfinden, wenn wir irgendwann ein bisschen Geld haben. Azria, das ist wahrscheinlich ziemlich wichtig, wie immer. Ach, da kann man überall hin. Okay. 150, 225 und 300 Red Chips. PvP Event Map. Oh, das klingt doch interessant. Vielleicht werden wir da mal irgendwann mal uns hingehen. Ein bisschen umschauen. Naja, mein Deutsch ist mal wieder kack. Teleport to the nearest town. Das ist auch schon. Was haben wir hier? Coral Island. 120 bis 200. Okay. Naja. Hier schon mal umgeschaut. Was haben wir hier? Der Red Chip Shop. Was hat der denn schönes? Scroll of Holy Recovers Condition. Was ist das denn? Ach so, wenn man mich wiederbelebt, glaube ich. Unique Awake Scroll. Kamehameha, your items with awesome rare awakes. Okay. Das klingt definitiv interessant. Das sind 5000 Red Chips viel. Ich schätze mal schon, sonst wären das nicht so teuer. Remantis Lakoti. Okay. Das ist so ein bisschen CS-Zeug hier. Gingerbread, Supercharged, Power Scroll. Scroll of Strength. Okay, das brauche ich jetzt eher nicht. Pickup-Pad. Okay. Oh, man kann sich diese Potions also kaufen. Für Red Chips. Haben wir welche? Wir haben keinen. Was haben wir hier? Legendary Intellect Potion. Was ist das denn? Permanent oder? Da steht jetzt gar keine. Wie lange das halten soll, ist es dann permanent? Ich glaube aber nee, nicht. Wäre ein bisschen komisch. Element Change Speedy Gonzales Potion. Netter Name. Love Chocolate, ja, das kennt man. Increases All Stat. Oh wow. Increases Attack. Oh, 10% ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Experience and Drop Rate. Oh, das ist. Oh, also haben wir hier drei Sachen, die XP erhöhen. At a random amount. Achso, das. Was haben wir hier? Titel. Ja, Titel. 1337 Titel. Sucker Punch. Aber naja, das kann man. Longs. Okay. Und noch ein paar Sachen. Aber naja, gehen wir mal in die Stadt rein. Hier ist definitiv was los. Schon mal hier. Oh, jetzt hängt sich schon auf. Ist da so viel los da vorne? Scheint ja echt was los zu sein hier. Also, was haben wir hier? Cheetos Virada Shop. Was ist das? Sieht aus wie das Zeichen von der Monster AG. Was ist das denn? Contains the Main Fighter T3 Set. Okay. Klingt interessant. Was auch immer das sein soll. Hier haben wir irgendwelche Cloaks. Pets wahrscheinlich. Oh, was ist das denn? Mystery Eye Shield. Das klingt interessant. Pocket Pank. Summons a Pocket Pank. Achso, ist das dann sowas zum Buffen? Was sind denn diese Schlüssel hier? Aber naja, das werden wir wahrscheinlich noch alles rausfinden. Was ist das? Make sure you're in a party. Bin ich schon. Was haben wir hier? Boah, das sieht ja interessant aus. Sind das nicht Dota-Items? Das ist Manta. Ja, genau, Manta-Style, Reaver-Eggs. Battle Fury, was ist denn das?
Sind das Skins für Waffen? Oder was ist denn das? Aber naja. Hier sind es scheinen einfach noch mehr Skins zu sein, aber egal. So, schauen wir uns hier ein bisschen um. Wow. Die sehen ja fancy aus. Great Couple Goddess of War. Die hat coole Flügel. Fragen wir auch mal, ob wir Buffs kriegen können. Thank Wollen wir aber erstmal. Wollen wir aber gut. Upsala, ich habe mich sogar verschrieben. Was geben die Buffs denn? Speed plus 40, Increased Attack plus 20. Wow. You're welcome. All Stat plus 55. Nicht schlecht. Hey, ich laufe hier ganz schön schnell. Ah, da. Oh wow, sehen die hier alle cool aus. Was aber nennen wir denn hier? Wir haben hier standardgemäß Flugsachen. Oh, aber man kann sich auch noch CS-Sachen holen. Okay. Flügel, wow. 269, 254. Was, wie schnell sind die unterwegs? 276. Cloaks. Oh, nicht schlecht. Gute Auswahl. Was kosten die? 250. Na gut, wir werden später sehen, wie viel das ist. 1,5 Millionen. Wow. So, upsala. Nicht rumhängen. Bitte spielen. So. Trade. Was haben wir hier? Wir haben hier Tickets schon wieder. Man kann sich Ex kaufen für 1 Million. Okay. Okay. Oh, man kann sich sogar Scroll of Implication S. Das ist wahrscheinlich auch wert, sich zu holen. Aber naja. Schauen wir hier. Das sind für die ganzen Slots und Kisten. Was ist das? A Treasure Box. Aber da steht nicht, was da drin ist. Was ist denn da so drin? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, was kriege ich denn aus diesen Kisten hier raus? Und Standard. Ach, ganzes CS-Set sogar. Aber ich habe doch eins für 7 Tage, reicht es doch für den ersten Moment. So. Ah, da habe ich noch was vergessen. Oder? Ah, da habe ich sogar noch zwei Sachen vergessen. Was hat der denn Schönes? Der hat Hüte. Ach, der heißt sogar Shop of Hats. Okay. Ja, das interessiert mich. 75 Millionen ist es. Wow. Ist das irgendwie gut? Ne, die haben keine Stats, aber naja. Vielleicht werde ich es noch rausfinden, warum die so besonders sind. Das sind Pickup-Pads für 6 Millionen, okay. Oh. Created by Art. Sind die irgendwie schneller? Da steht irgendwie nicht da, wie schnell die fliegen. Aber naja. Schauen wir uns mal an, was es hier im Handel gibt. Wir haben hier beim Luder haben wir alle NPC-Sachen. Wow. Ist Level 47. Okay. Nein, ich möchte in keiner Gilde beitreten. Das ist standardgemäß. Oh, Schilder bis 113. Wow. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist ein bisschen unübersichtlich. Achso, das sind nur Mercenary-Sachen von Level. Nein! Wo fängt es an? Level 15 und bis wohin geht es? Bis Level 105. Okay, haben wir hier Sets. Und für jede Klasse dann. Okay, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier für Waffen? Die fangen an bei Level 60. Ultimate sogar, wow. Aber das sind noch die alten, das sind nicht die neuen bearbeiteten Sachen auf dem Originalen. Okay. Lusaka Sword. Okay. Oh, das Bloody ist aber nicht Ultimate. Okay. 1,5 Millionen kostet es. Wo haben wir die LGAs? Ah, die kosteten 1 Million. Was eine Abzocke. Aber egal, das kümmert uns jetzt fürs erste gerade nicht. Was haben wir hier? Standard, der ganze Upgrade-Kram. Und was haben wir hier? Ruby, Sapphire, Diamond, Topaz, Scroll of. Achso, Cancel Avas und ganz normale Avas. Haben wir hier irgendwas? Nope. Gehen wir dann direkt weiter. Upsala, leckt das ein bisschen rum. Hier ist definitiv sehr viel los, schon für den ersten Eindruck. Nein, lass mich doch endlich in Ruhe, das gibt's ja nicht. Optionen, ach ja, was kann man in den Optionen ändern? Ja, das lassen wir alles mal für den Moment. Window Mode nicht. Ja, das ist okay. Wings Floating. Ja, schauen wir uns das Bild an. Ich möchte.
Achso, kann man es nicht ausstellen, dass man keine Guild-Invites mehr will? Oh, okay, das ist ein bisschen ärgerlich, aber egal. Den Info bringen will ich auch nicht. Content rated by. Was ist das denn? Können wir uns später ein bisschen anschauen. Battle Music brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was hat sie hier? Rock, Paper, Scissors gebaut für 5 Millionen. Okay. Gut, dann haben wir uns mal schon ein bisschen in der Innenstadt umgeschaut. Holen wir uns nochmal Buffs. Unser Pet läuft uns hinterher. Ach. Die ganzen Emotes noch gar nicht angeschaut. Das ist normal, aber das sieht schon ein bisschen irgendwie mehr aus. Was haben wir denn hier? Gangnam Style Dance. Ach Gott, nee. Wie witzig ist das denn? Was haben wir hier? Facepalm, hehehe. Das sind aber Custom, die sind ja geil. Kiss a delicate thing. Oh Gott, wie süß. Kiss is a surprise. Wie süß. Meditate your problems away. Wie geil ist das denn? Das ist süß gemacht. Haben die hier auch Custom? Nee, das sind die Standards. Okay, dann gehen wir mal. Jetzt habe ich mich verlaufen. Wo geht's hier raus? Ah, da. Gut. Nicht rumlegen, Spiel. Bitte. Dankeschön. Ah, ich muss mir mal merken, dass ich hier nicht allzu oft in der Innenstadt rumlaufe. Boah, der sieht der Hammer aus. Kann man sein Equip anschauen? Natürlich nicht. Aber das sieht ja mega geil aus. Die Äxte von dem. Also, das ist mit dem CS hier. Oh, ihr Schild. Wow. Sieht ja alles enorm geil hier aus. Gut, dann. Was ist das denn für ein Portal? Gast. Kann ich da durchlaufen? Ich mach's bin 290 oder bis 300. Dungeon ist das. Okay, was ist das für ein Dungeon? Crystal Upgrade. Okay. Was auch immer das sein soll. Kingdom Console. Aber naja. Gehen wir hier eigentlich mal raus und machen uns auf zum Leveln. Was haben wir denn hier? Couple Skills. Okay. Attack plus. Wow. Das klingt definitiv gut. Und wie stark wird es? Attack plus 8, Attack plus 10%. Wow. All Stats plus 5 und PvE Damage plus 10. Was? Plus 20? Wow. Da muss ich definitiv was machen. Brauche ich wohl einen zweiten Account, weil das die Buffs scheinen mir nicht ohne zu sein. Gut, aber fürs Erste laufen wir hier erstmal los. Also hier ist alles custom bearbeitet, die ganze Innenstadt, aber sieht sehr schön aus, definitiv. Und die Custom Musik passt auch sehr schön dazu. Wo ist denn mein Pet hin? Ist, glaube ich, einfach despawned. Naja, legen wir mal los. Ja, wie? Level 9. Longsword Level 15. Was heißt das denn? Ach, das kriegt nochmal Zusatz-Stats. Wow. Okay. Wie stark sind wir denn? Wir haben Upcuts. Jetzt bin ich neugierig. Wie stark sind wir denn? Ich meine, das scheint nicht ohne zu sein hier. Welche Klasse werden wir denn spielen? Das ist eine Frage, die weiß ich. Teleporter gibt's hier. Soll ich YOLO? Ach komm, hier. Geh mir mal aufs komplett Harte. Ohne Gnade. Oh, ich dachte gerade eben, mein Spiel wäre abgestürzt. Zum Glück ist es nicht so. Ich muss in die Richtung laufen. Zu den Drills. Ich meine, ich habe hier immer eine OP-Buffs. Mit einem Upcut wird das bestimmt möglich sein. Die Musik ist hier aber auch anders. Aber es passt so zu dem ganzen Baugebiet hier. Zu der Industrie, das passt schon. Sehr schöne Musik. Muss man den lassen? Upsala, was habe ich jetzt gedrückt? M. Okay. Diese kleinen Hänger zwischendurch, das macht mich schon ein bisschen nervös. Ich hoffe mal, dass. Legt sich später nicht allzu stark aus. Fighten wir hier mal die Driller. Ah, ziehen wir mal das Food unten in die Leiste.
Hey, wir schaffen die jetzt ja. Kriegen wir eigentlich Schaden von denen oder ist der buggt? Ich verstehe gerade nicht, was los ist. Wow, Level 15. Fast Job Change. Okay. Was haben wir hier? Akrobat, Assist oder Magician? Ich glaube, Blades sind ziemlich teuer. Was ist denn so eine gute Anfangsklasse? Akrobaten? Assisten? Oder Mage? Das ist jetzt schwer. Mit was kann man denn gut farmen? Ich glaube, mit einem Mage kann man. Oder? Ja, ich glaube, mit einem Mage kann man ganz gut farmen. Dann gehen wir mal mit dem Mage. Aber ich glaube. Ja, es lohnt sich eigentlich. Diese Musik immer so episch. Gehen wir mal Full STR für den Moment. Und fighten uns hier durch. Machen wir mal einen Abkant an. Die Party hat keine Skills, sondern. Macht das irgendeinen Unterschied? Ich versuche mal eine Party. Level 28, wow. Ich versuche mal eine Party zu finden, die Skills an hat. Mal schauen, ob es irgendeinen Unterschied macht. Search. Dinkinson. Das klingt doch gut. Buffs an. Ich kann da jetzt leider nichts sagen dazu irgendwie. Also Damage scheint gleich zu sein. Was haben wir hier? Ein Flamestep. Den können wir doch direkt mal looten. Ich habe 4 Stück davon. Machen wir mal davon einen an. Bam. Oh. Ja, dann hauen wir die auch mal rein hier. Direkt. So. Oh wow. Das ging definitiv ziemlich flott. So. Psykip oder ein Elementor? Ein Elementor möchte ich machen. Weil die haben besseren AOE. Schon Level 60, nicht schlecht. Gut, aber das war's jetzt auch schon für die erste Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Like, abonniert mich. Es kommen definitiv neue Folgen. Und wir hören uns. See ya.